Ey, Digga, jetzt wo der Winter kommt, ne? Irgendwie fühle ich mich da immer so schlaff und will morgens noch nicht hoch und so. Ob das was mit den Hormonen zu tun hat? Jo, Digga, ist doch klar, Mann. Du hast keine Sonne mehr, dir fehlt Vitamin D. Also, supplementier den Scheiß doch einfach. Vitamin D. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute soll es doch tatsächlich mal passend zum Jahreszeitenwechsel um das Vitamin D-Thema gehen. Ihr habt ja damals schon bei diesen Supplemente-Dingern so, ja, aber da ist gar kein Vitamin D drin. Richtig, aber da ging es auch in Richtung Sommer. Und im Sommer sehe ich Vitamin D jetzt nicht ganz so sinnvoll. Also, was ist Vitamin D? Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, ne? Deswegen heißt es Vitamin D. Die aktive Form davon ist Vitamin D3. Und das kann der Körper selber herstellen. Dafür braucht er zum einen Sonne und zum anderen Cholesterin. Das heißt wieder, ne, das hatte ich auch schon mal in dieser High-Carb-Low-Fett-Fraktion immer angesprochen, so, es ist nicht ganz so verkehrt, vielleicht ein bisschen Fett im Körper zu haben, weil daraus werden halt auch Sachen gebaut. Unter anderem halt auch Vitamin D3. So, jetzt sage ich ja immer, bei Vitaminen E, D, K und A, also die fettlöslichen Vitamine, da sollte man ein bisschen aufpassen, was denn so Überdosierung und sowas angeht. Man muss dazu sagen, also die können sich halt im Körper lagern, speichern, der Körper kann sich speichern und dementsprechend sollte man da nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Man kann halt nicht so arglos in sich reinschaufeln wie beispielsweise Vitamin B. Ja, wasserlöslich geht halt so durch, was zu viel ist zu viel. Vitamine E, D, K und A werden angelagert, dementsprechend so. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass bei Vitamin D bis jetzt noch keine Hypervitaminosen aufgetaucht sind. Also das heißt tatsächliche Probleme durch das Vitamin bedingt. Wir kommen noch dazu, warum es nicht sinnvoll ist, irgendwie über 40.000 IU pro Tag über einen längeren Zeitraum zu konsumieren. Das hat aber was mit den Effekten von Vitamin D zu tun. Also gibt es da eine Überdosierung? Jein. Ja, also man muss da klipp und klar sagen, man muss dann da aufpassen. Aber das hat wieder was mit Vitamin K2 zu tun. Aber dazu komme ich dann auch noch nachher. Ne? Also das hängt alles ein bisschen zusammen. So, also die grundsätzliche Geschichte ist halt, wir haben Vitamin D, die aktive Form davon ist Vitamin D3. Das Ganze wird zu Calciferol umgebaut im Körper, das ist dann wieder ein Hormon und das sorgt dafür, dass in eurem Darm eure Calciumgeschichten vernünftig aufgenommen werden, Phosphate richtig aufgenommen werden, dass die Niere im Prinzip eine Rückresorbierung, habe ich ja schon mal gesagt, so, ne, so die Niere kann halt auch den Primärhahn, der da reingeht, so, das wird halt alles nochmal durchgeforstet und was da noch verwertbar ist, wird da wieder rausgezogen. Und so sorgt Vitamin D auch dafür, dass da Calcium beispielsweise wieder rausgefiltert wird, wenn der Körper das halt braucht. Und das ist halt auch die Krux, weil Calcium ist halt so diese Scheiße mit Knochen und Hart und so. Das ist ganz gut, wenn das um Knochen geht, das ist aber ein bisschen blöd, wenn das um Sachen wie weiches Gewebe, Blutbahnen, Nieren, Blase, so um solche Sachen geht. Und da kommen dann solche Sachen wie Nierensteine ins Spiel, da kommt dann irgendwie sowas wie Arteriosklerose ins Spiel. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber da kommen wir bei den Nebenwirkungen noch zu. Und ich habe es ja schon gesagt, Vitamin D3 bzw. Vitamin D baut der Körper quasi selber aus Sonnenlicht und Cholesterin. Es gibt es auch so in beispielsweise fetter Fisch ist ein Lieferant für Vitamin D, aber das sind alles nur Bruchteile und es kommt halt nicht dahin, wo man hin müsste, um sich halt vernünftig zu ernähren. Jetzt ist es natürlich blöd in unseren Breitengraden, dass wir ja, gefühlt, also Norddeutschland, gefühlt einen Tag Sonne haben im Jahr und den Rest nur Schietwetter. Ja, so, da ist natürlich dann immer ein bisschen blöd mit Sonne, Licht und Haut und Aufnahme und so weiter. Aber so im Worst-Case-Szenario, wenn ihr quasi der, was weiß ich, Miami Beach-Rettungsschwimmer seid, und ihr wirklich da komplett 10, 12 Stunden oder was der prallen Sonne ausgesetzt seid, so, dann schafft euer Körper ungefähr 20.000 internationale Einheiten pro Tag selber herzustellen. Kleiner Hinweis dazu an alle Rettungsschwimmer oder die, die es mal werden wollen und da immer sich der Sonne aussetzen, supplementiert bitte Vitamin K2. Weil sonst habt ihr die Probleme mit Blasensteinen und Nierensteinen und vielleicht auch Arteriosklerose und solchen Geschichten. Also da ein bisschen drauf achten. So, kommen wir jetzt also zu diesem magischen Vitamin K. Das magische Vitamin K und in dem Fall ist es das Vitamin K2. Und da auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das MK7, also gibt das MK4 und das MK7. Und das MK7 wird sehr gut aufgenommen, das MK4 nicht so gut. Das ist wie mit diesen Magnesiumoxid und Magnesiumchelat oder sowas. Ne? Also so. Dann bitte darauf achten, das MK7 zu nutzen. So, und diese Sachen, also diese K2-Geschichte, sorgt dafür, dass Osteokalzin
und Matrix-GLA-Protein aufgebaut werden, also aktiviert werden. Das sind Proteine im Körper, die dafür sorgen, dass das ganze Calcium, was ihr durch das Vitamin D aufnehmt, sprich im Darm und ne, nachher in der Niere wieder die Rückresorption und so, dass das halt dann auch tatsächlich zur Mineralisierung der Knochen rangezogen wird. Ja, also die Knochen sollen ja mineralisiert werden mit dem Calcium, kommen wir aber gleich nochmal bei den Wirkungen zu. Aber das ist, glaube ich, die maßgebliche Wunderwirkung, weswegen es quasi eingesetzt wird. Aber wir haben noch ein paar andere Wirkungen und deswegen setzen wir es ein. Und ja, da kommen wir dann im Thema Wirkung nochmal drauf zu sprechen. Nächster Punkt auch vorweg, Magnesium. Wenn ihr Vitamin D und Vitamin K quasi konsumiert, also Vitamin D, braucht ihr Magnesium. Denn um von Vitamin D auf Vitamin D3 zu kommen, braucht ihr quasi ein Magnesium, das quasi an diesem Umbauprozess beteiligt ist. Das heißt, wenn man jetzt sehr viel Vitamin D, reines Vitamin D konsumiert, dann habt ihr das Problem, das muss ja umgebaut werden in Vitamin D3 und der Körper sagt, ja, mache ich und Magnesium habe ich auch, dann kriegt ihr Magnesiummangel. Und Magnesiummangel ist halt so typische Sachen wie Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, bla bla bla, kommen wir aber auch noch zu. So, und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, die D3 wird dann quasi zu Calciferol und Calciferol sorgt dafür, dass eure Knochen mineralisiert werden, wenn denn die beiden Proteine, Osteocalcin und Matrix-GLA-Protein quasi aktiviert sind, dann wird das quasi auch in die Knochen eingelagert und dann habt ihr solche Probleme wie Rachitis beispielsweise, so ja, Fehlbildung im Wachstum, so, da könnt ihr mal googeln, Rachitis-Bilder oder so, da seht ihr halt echt ganz, ich sag mal, ungeformte Knochen, so ungeformte Menschen, die so, und das tut natürlich weh, so, oder bei alten Menschen gibt es ja so Knochenverweichlichung, keine Ahnung, so, das wird damit natürlich auch, ja, vorgebeugt, weil ihr quasi das Kalzium über den Knochen einlagert und den quasi mineralisiert. Warum dieses Kalzium aus dem Knochen gezogen wird und dann Osteoporose ist ja so ein Ding, wo Kalzium aus den Knochen gezogen wird. Wie gesagt, man kann nur mutmaßen, aber ich sage immer noch, dass es sehr gerne als Puffersystem rangezogen wird für quasi diese ganze saure Ernährung, die man hat. Und dann zieht man es quasi aus den Knochen. Und wenn man dann nicht wieder remineralisiert, dann hat man halt die Probleme, dass man so an Osteoporose leidet. Übrigens, wenn man Käse quasi konsumiert, ja, also natürliche Vitamin K2, MK7-Lieferanten sind so Natto, das ist so ein Sojamist halt wieder, muss ich sagen. Und unter anderem halt auch Käse, also fermentierte Sachen. Wenn ihr die quasi die ganze Zeit in euch reinschaufelt, dann habt ihr Calcium und dann habt ihr auch MK7, also K2 MK7. Und dementsprechend würdet ihr quasi eurer Osteoporose ein bisschen entgegenwirken, obwohl ihr quasi ein saures Lebensmittel esst. Ja, also diese, da puffert ihr euch quasi irgendwie selber. Naja, ist ja auch egal. Fakt ist, schützt weiterhin vor Erkältung. Also es ist quasi gut fürs Immunsystem. Es unterstützt das Herz, indem es den Blutdruck senkt und natürlich das Cholesterin rauszieht. Ja, weil das Cholesterin wird ja dann in Vitamin D umgebaut. Dementsprechend sind das wieder so Korrelationsstudien. Also es ist nicht die Kausalität, dass Vitamin D, das dann, also irgendwie schon, dass halt weniger Cholesterin im Blut ist, weil das wird ja zu Vitamin D gebaut. Naja, dass es tatsächlich die Cholesterin-Level verbessert, wenn ich jetzt von außen Vitamin D zuführe, ist so, glaube ich, noch nicht belegt. Aber da kann ich mich auch irren, ist ja auch Banane. So, es wirkt gegen Osteoporose, hatte ich schon gesagt. Es soll gegen Schuppenflechte wirken, es soll bei Haarausfall wirken, jetzt nicht androgenetisch bedingter Haarausfall, das ist DHT und Minderversorgung, das ist einfach so, sondern kreisrunder Haarausfall. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn Leuten einfach so 5 Euro Stück große Dinger aus dem Kopf fallen, also so Haare, büschelmäßig so. Das ist dann so kreisrunder Haarausfall und dagegen kann es wohl helfen. Zusätzlich erhöht es die Mobilität der Spermien, was ja bei dem einen oder anderen vielleicht gar nicht schlecht ist, gerade wenn er da irgendwie so ein paar tote Kaulquappen im Sack hat. Und die wird nachgesagt, dass es so Diabetes, Muskelschwäche, Asthma, Bronchitis, alles irgendwie unterstützt. Aber ich als Asthma, Bronchitis, was weiß ich, Dödel-Dodel-Patient, der durchgehend eigentlich relativ viel Vitamin D und K2 konsumiert, kann euch, also bei mir hilft's nicht. So, und da muss man dann halt immer sagen, okay, ist das jetzt vielleicht so eine Korrelationsgeschichte, ist das eine Kausalitätsgeschichte, also ist wirklich der Grund dafür, dass Bronchitis und Asthma weniger aufgetreten ist, Vitamin D, oder haben einfach nur Leute, die viel draußen an der Sonne sind und so rumlaufen, ne, weil dann hat man viel Vitamin D, vielleicht haben die dann weniger Asthma und Bronchitis und sowas, weil die nicht irgendwie immer in irgendwelchen Räumen hocken. Aber was für uns vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, ich hänge euch unten mal eine Studie dran, dass es quasi das Testo erhöht, und zwar das freie Testo, also das, was wir haben wollen. Ding!
Ha? Nicht nur gute Knochen, nicht nur irgendwie Schutz vor Erkältung, bla bla, 100.000 verschiedene Sachen. Es erhöht auch noch Testo. Natürlich jetzt wieder, in der Studie wird von 20% geredet, so, also 20% Erhöhung, so, aber es ist natürlich jetzt nicht wieder so, als wenn ihr euch da eine Kur Testo blast, sondern es ist halt ein scheiß Vitamin D. Aber letzten Endes kann das natürlich auch dazu beitragen, dass man sich besser fühlt, wenn man diesen Winterblues hat, wenn man immer so dieses Winter, morgens aufstehen, so, ne? Dann kann es natürlich sein, dass wenn eure Testo-Werte dann natürlich nicht mehr so hoch sind, weil im Sommer seid ihr vielleicht viel draußen, habt dann den Einfluss durch die Sonne, habt dann viel, also mehr Vitamin D, alles cool. Und dann habt ihr natürlich dann die höheren freien Testo-Level und dann im Winter halt nicht so, ja? So, dementsprechend kann es schon sinnvoll sein, einfach wenn man so diese, wenn man den Winter nicht so mag. Für mich ist ja Herbst die schönste Jahreszeit, ja, habe ich mir beim Bund angewöhnt, ich weiß nicht wieso, ist aber so und ja, keine Ahnung, das, ja, vielleicht für die Leute, die es interessiert. Also Testo-Level werden angehoben, natürlich wieder vermehrt bei alten Menschen, die haben sowieso einen gesenkten Level haben, so, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Leute im Alter von 20 plus, gerade bei der heutigen Ernährung so, ne, viel Trinkwasser, Östrogen und scheiß Ernährung und Testo ist sowieso gedrückt, Testosteronmangel erkennen und bekämpfen, Video nochmal gucken. Solche Geschichten, dann kann es natürlich sein, dass so ein Vitamin D dann, ja, gerade den entscheidenden Sprung macht. Gerade wenn es der Unterschied ist zwischen Sommer und Winter, wenn ihr euch da merkt, so, Winter ist kacke, Sommer ist irgendwie cool, das wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, aber so vom Gefühl, vom Mut, so, dann ist es eine andere Geschichte. Übrigens bin ich gerade dabei, so eine Tageslichtlampe zu testen, so ein Aufstehwecker-Tageslicht-Ding, so mit so künstlicher Sonnenaufgang. Und ich muss sagen, ich bin jetzt den zweiten Tag, ich habe es diese Woche angefangen, also Dienstag, Mittwoch, den zweiten Tag dabei und ich muss sagen, die sind gut. Also ich finde ihn gut, aber das prüfe ich noch ein bisschen, ob das nur so ein Anfangshype ist oder nicht. Also für die Leute, die so einen Wecker haben, schreibt es mal drunter, ob es bei euch was gebracht hat auf lange Sicht oder ob das nur so ein anfängliches Phänomen ist von mir. Gut, kommen wir wieder zurück zu Vitamin D. Vitamin D hat auch Nebenwirkungen und zwar eigentlich gar nicht so wenig. Allerdings muss man auch sagen, wann die auftreten. Beispielsweise das, was ich gesagt habe, so, ne, ab 40.000 internationalen Einheiten aufwärts ohne Vitamin K2, das muss man dazu sagen, ohne Vitamin K2, fängt natürlich die Kalziumaufnahme, ist zu viel quasi einfach, ne, nennt sich dann Hyperkalzämie, das heißt, man hat zu viel Kalzium im Körper und also rumschwirren, nicht in den Knochen, da wo es hin soll, weil dafür brauchen wir ja diese zwei Kackproteine und dafür brauchen wir K2. Und haben das halt irgendwie da in der Blutbahn, in Weichteilen, im Urin, und dann bilden sich nachher solche Sachen wie Harnsteine, also Blasensteine, Nierensteine, Verhärtung der Arterien oder Verhärtung der Gefäße generell. Und das kann natürlich dann irgendwann wieder bis zum Schlaganfall gehen und so weiter und so fort. Also Nierenschäden, Organschäden, so, es kann halt passieren bei 40.000 IU plus über einen längeren Zeitraum, weil das muss ich erstmal anstauen im Körper, ohne Vitamin K2-Zugabe. Und ich hatte ja schon gesagt, bei solchen Dosierungen, ja, also bei so jenseits von Edendosierungen, da haben wir dann die Problematik, dass wir bei der Umwandlung von Vitamin D in Vitamin D3 Magnesium benötigen und dann zieht es natürlich aus eurem Körper Magnesium, weil er will es halt umwandeln und ansonsten braucht er Magnesium gerade akut nicht, also nimmt das halt ran. Dann habt ihr solche Sachen wie Krämpfe, Muskelzucken, Kopfschmerzen, kalte Füße, Verwirrtheit und so, ne, dieses volle Paket, was halt dann bei Magnesiummangel auftritt. Da kann man natürlich gegensteuern und Magnesium konsumieren. Also, oder halt nicht 40.000 IU-Dings. Aber wenn sowas auftritt, dann behaltet im Hinterkopf, okay, mein Körper braucht Magnesium. Also, supplementiere ich Magnesium, esse Lebensmittel mit Magnesium, was auch immer, ist ja, bleibt ja euch überlassen, so auf jeden Fall. Dann, falls sowas auftritt, im Hinterkopf behalten, Magnesium brauche ich dann. So, und das nächste Ding ist natürlich, ja, also so bei der reinen Überdosierung und sowas oder Gewöhnung, Umgewöhnung, was auch immer, vielleicht auch schlechte Produkte, wie auch immer, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfall, also diese ganze Magen-Darm-Trakt-Geschichte, ne, kann halt auftreten, passiert. Appetitlosigkeit, Mattheit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, wobei die nicht unbedingt Magnesium induziert sein müssen, sondern halt einfach, weil ihr ins Nirvana, weil ihr euren Testo boosten wollt ins Nirvana. Und das klappt natürlich nicht, das wissen wir, ne, weil es halt immer noch endokrine Geschichte. Deswegen kann man es nicht ins Nirvana blasen, weil so eine endokrine Drüse produziert nur so viel, wie sie produzieren kann. Manchmal ein bisschen drüber, dann sackt sie aber auch danach wieder ab, so weil sie sich erstmal erholen muss. Aber gut, das ist so ein DHA-Problem und viele Leute wollen es irgendwie nicht verstehen.
Erhöhte Stickstoffkonzentration, weil es ja auch die Phosphataufnahme verbessert. So, da ist aber erstmal nicht so das Problem mit, weil das kann man immer ganz gut gebrauchen, Phosphatpuffer. Durst, vermehrter Harndrang oder auch Dehydrierung. Ja, also das sind so die Dinger, die auftreten können. Wie gesagt, immer, was ist das? Wirkung, Nebenwirkung, und das gehört mal zu den Nebenwirkungen, wenn ihr das halt irgendwie krass überdosiert. Ich kann euch von mir aus sagen, ich bin bei 5000 morgens, 5000 abends. Und jeweils 200 Mikrogramm K2 MK7 dazu. Und ich habe die Problematik nicht. So, ich habe natürlich wieder keine Kosten und Mühen gespart und musste gerade nochmal loslaufen. Und zwar nutze ich das Wellness hier. Wellness von Go Nutrition. Ich weiß, Go Nutrition ist wahrscheinlich auch so ein die Hot Grub, MyProtein, was auch immer, Ableger. Aber das sind 5000 IUs und die gab's in einem Super Sale, keine Ahnung. Hier sind 180 Softgels drin. Ich habe 2 Packungen davon gekauft für, 10 Euro oder so, 5 Euro, weiß ich nicht mehr. Ist schon länger her, so ist doch nicht mehr so viel drin. Aber, hält halt. Ja, und dementsprechend habe ich die gekauft. Sind auch, und da müsst ihr ja drauf achten. Was mich sehr nervt an den Dingern ist, sie sind rund. Also wirklich rund. Das heißt, wenn ihr euch sie irgendwo hinlegt, sie rollen weg. Die Dinger sind klein und das sind Softgels. Das heißt, die Dinger sind quasi schon in Fett gelöst und ihr müsst natürlich zu fettlöslichen Vitaminen immer irgendeine Fettquelle nutzen. Und beispielsweise bei dem Vitamin K2, das ist jetzt von VitaSück oder was auch immer, verlinke ich euch unten drunter, weil es das günstigste ist, was ich so finden konnte. Das ist natürlich, das sind so kleine Tabletten und die sind natürlich nicht fettgelöst. Das heißt, wenn ihr das jetzt zeitversetzt einnehmt oder ihr euch ein Vitamin D nehmt, was nicht in Softgels gelöst ist, dann habt ihr natürlich die Geschichte, dass ihr immer Fett dazu konsumieren solltet, damit das Fett das quasi bindet und in euren Körper aufnimmt. Ganz einfache Geschichte. Aber muss man wissen, sonst denkt man nicht dran. Ich habe jetzt gesehen, und das wird jetzt natürlich wieder viele Leute ankotzen. Ja, also ich habe gesagt, so ungefähr 5000 IU Vitamin D. Also Vitamin D3 halt, ne? D3, also schon das Fertige. Nicht das, was noch durch Magnesium noch groß umgewandelt werden muss. 5000 IU auf 200 Mikrogramm K2 MK7. Letzten Endes ist es so, es gibt das auch als Kombipräparat. Dieses Kombipräparat habe ich tatsächlich, man muss sagen, ich habe jetzt auch nur auf Amazon geguckt, nur von Health Plus gesehen. Das ist jetzt SEC Plus. Ihr wisst jetzt, warum ein K2 sinnvoll ist, warum ein K2 MK7 sinnvoll ist. Und auch das Health Plus hat ein MK7, ja, wobei es noch nicht mal groß aufgeführt ist, sondern steht unten halt Melatonin 7. Ist halt das K2 und dann halt ein Vitamin D3 in 5000 zu 50 Mikrogramm. Und da, falls es jemand sieht von SEC Plus, wäre es vielleicht sinnvoll, das K2 ein bisschen zu erhöhen oder mich einfach mal anzutickern, wieso ich bei 200 Mikrogramm bin. Beziehungsweise ihr solltet dann ungefähr zwischen 100 und 300 Mikrogramm pro Tag ist so ein guter Wert dafür, für das für das K2. Und wundert euch nicht, dass da immer Wochendosis draufsteht. Das muss draufstehen, weil in Deutschland ist es quasi nicht gestattet, mehr als 1000 IUs als normale Dosis zu verkaufen. Das heißt, wenn ihr größere Dosierung macht, dann muss das als Wochendosis deklariert werden und dementsprechend steht das da drauf. Letzten Endes habe ich für mich gesagt, okay, ich bin bei 10.000 IU, 5.000 IU werden ausreichen. Also wie gesagt, es ist ja auch ein Speicherhormon, ne? Also es wird ja gespeichert und dementsprechend, wenn ihr sagt, ich will jetzt schnell den Winterblues loswerden oder was auch immer, geht auch auf 10.000 IU, haut euch 10.000 IU da rein, so, und dann schiebt ihr das hoch und dann sagt ihr halt irgendwann, wenn ihr euren Winterblues los seid, geht ihr auf eine sogenannte Erhaltungsdosis, ja, versucht da 5.000 IU. Und dann werdet ihr unter Umständen sehen, dass es zu wenig ist oder was auch immer. Da muss man halt so ein bisschen mit sich selber rumspielen. Sich selber rumspielen? Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Da muss man halt gucken, was für einen selber so das, ja, der Sweet Spot ist, wo man denn hin muss. Letzten Endes mit 1000 IU, was angesetzt wird, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wie gesagt, die Studienlage sagt, so ab 40.000 wird es irgendwann kritisch, pro Tag über einen längeren Zeitraum. Wie gesagt, jeder Sportler, glaube ich, wird euch sagen, oder jeder Mensch, der da ein bisschen drin ist in dieser Vitamin-D-Debatte, dass 1000 IUs pro Tag ist Hupe. Also das ist, ja, ist okay so, aber wie gesagt, der Körper selber produziert an sonnenreichen Tagen bis zu 20.000 IU. Ne? Also, nur mal so nice to know.
Ja, soweit soll es das gewesen sein für unser wunderschönes Vitamin D, Vitamin D3, Calciferol, was auch immer, nennt's wie ihr es wollt, es ist irgendwie immer das Gleiche. Und ja, man muss natürlich sagen, es ist vorteilhaft eben nicht diese Winterdepression zu haben. Also so sehe ich das. Schreibt doch mal drunter, wenn ihr Vitamin D konsumiert habt, wenn ihr Vitamin D3, meistens kriegt man Vitamin D3, macht ja eigentlich auch mehr Sinn. Wie gesagt, ihr habt gesehen, ich bin jetzt nicht auf so einem Kombipräparat, sondern ich habe die einzeln. Warum? Weil ich dann sagen kann, okay, ich brauche jetzt nicht so viel Vitamin K2, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Vitamin D, bla bla bla, und kann das dann halt immer so, ja, wild kombinieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also denkt bitte dran, wenn ihr euch Kapseln kauft oder Tabletten oder was auch immer, die nicht irgendwie in Öl gelagert sind, dann mit Fett einnehmen, sonst kriegt der Körper das gar nichts aufgenommen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ein Kombipräparat haben wollt, dann, ja, ja, dann nehmt das andere, was ich da verlinke. Ja, so. Letzten Endes ist es halt einfach, es bleibt euch überlassen. Ich persönlich muss sagen, ich fahre mit den Dingern günstiger, weil ich komme hier, es sind halt 200 Mikrogramm, hier sind 365 Dinger drin, so, und ja, ich nehme zwei pro Tag. Ich weiß, da bin ich bei 400 Mikrogramm, das ist jetzt grauenvoll und wir werden alle sterben, aber ich werde ja sterben und nicht ihr. Also ihr auch, weil wir alle irgendwann sterben, aber es ist egal. Und nehme die halt in Kombination mit jeweils einer hiervon und dann komme ich günstiger bei weg. Ich muss mal gucken, ich habe letztens überschlagen, ich werde euch auch mal ein Vitamin D von Amazon unten dranhängen. Ich habe da nämlich eins im Auge, da sind 500 Tabletten, glaube ich, drin. Und 5 mal 5000 so, also 500 mal 5000 so, da seid ihr safe und das kostet irgendwie ein Apfel und ein Ei. Na, also da habt ihr eine Jahresversorgung und müsst halt dann selber zusammentun. Wenn ihr das als Kombipräparat haben wollt, zahlt ihr immer mehr, weil irgendwer anderes sich die Arbeit macht mit dem Zusammenmischen. Ja? In diesem Sinne, haut doch gerne in die Kommentare, was ihr von Vitamin D haltet. Vitamin D, Vitamin D3, was auch immer. Ob ihr an K2 gedacht habt. Weil das ist nicht ganz so ohne, ne? Also gerade für nachher irgendwann unterstützte Athleten, die sowieso mit dem Gefäßsystem unter Umständen Probleme kriegen können, wenn sie nicht auf solche Sachen wie Red Yeast Rice ausweichen und so, ne? Also diese ganzen HDL, LDL-Regler so, wenn du dazu, ne, erstmal so viel Blubberzeug drin hast, dann vielleicht noch ein Boldenon fährst, womit du dir Erythrozyten hochziehst, dann noch deine ganzen Kanäle halt noch irgendwie da mit so einem Calcium belastest, das ist Kacke. Auch wenn man denkt, man tut sich eigentlich was Gutes mit dem Vitamin D, vergisst aber den eigentlichen Kumpel vom Vitamin D, der dann sorgt dafür, dass hier die Knochengeschichte wieder ein bisschen fester wird. Ja, also, wie gesagt, Safety first, oder wie das heißt. Ne? Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Ansonsten kann sich bestimmt auch Calcium in den Gelenken ablagern. Und das wollen wir nicht, weil dann bleibt er nämlich nicht geschmeidig. In diesem Sinne, haut da rein.